Servus! Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Babbola Pop-Tests. Wie schon angekündigt, geht es diesmal um den Praxisteil, also den Praxistest. Und etwas anders als normalerweise bin ich nicht alleine die Testperson, sondern ich habe noch zwei Helfer dabei. Das sind diese beiden hier. Und so viel vorab, die beiden sind, sag ich mal, ziemlich prädestiniert, um das zu testen, weil die haben eine LK, sagen wir mal ganz ehrlich, die werde ich zum Beispiel schon mal nie erreichen. Wir gucken also ein bisschen ins Detail, wie sieht das mit dem Handling aus, wie lief es mit dem überhaupt den ersten Steps dabei, wie waren die ersten Schritte auf dem Platz, hat es sich gut angefühlt beim Spielen, wie waren die Daten und. Aber fangen wir mal an und hören die beiden mal an. Hi zusammen, ich durfte Babbola Pop testen und ich fand das im Großen und Ganzen eigentlich sehr gut. Natürlich gab es auch ein paar kleine Mängel, aber ich denke, bei so einem Sensor kann das durchaus vorkommen. Angefangen bei der Einstellung und Einrichtung der App auf dem Handy ist alles super einfach gelaufen. App einfach runterladen, man bekommt den Code per SMS zugeschickt und er war direkt im Feld zum Eintippen bereit und dann musste nur noch auf Los drücken. Angekommen auf dem Platz musste man so eine Art Schweißband nur ums Handgelenk wickeln, das Pop reinstecken und man konnte loslegen mit dem Spielen. Bei mir persönlich ging es am Anfang nicht ganz so easy, das lag aber daran, dass uns Babbola freundlicherweise schon zuvor, also vor Verkaufsstart, die Babbola Pops, zumindest einen Sensor, schon zur Verfügung gestellt hat zum Testen. Da war noch nicht alles mit der Software so, wie es jetzt sein soll. Ich hatte am Anfang ein paar Probleme, ist aber alles behoben und ihr habt ja gerade gehört, ab jetzt läuft alles fehlerfrei. Beim Spielen selber hat man keine Beeinträchtigung durch das Babbola Pop selber. Außer wenn man vielleicht ein bisschen zu viel darauf achtet, wie man dann genau spielt beim Training, weil man versucht, die Daten irgendwie positiv zu beeinflussen, indem man bestimmte Spielflüsse versucht, da rauszubringen oder zu produzieren. Der war drin? Ja. Kommen wir aber mal zu dem, warum spielt man das Ding, warum sollte man sich das holen, für wen ist das vielleicht geeignet? Hier nochmal die Stimmen von den beiden. Was ich cool finde, ist, dass man gut mit seinen Freunden austauschen kann, wie gut man ist, wie schnell man den Ball schlägt, alles Mögliche. Im Großen und Ganzen würde ich das zu weiterempfehlen für Tennisspieler, die sich mit anderen messen wollen oder die selbst ihre Spielstärke analysieren wollen. Also ich denke, das ist ein großartiges Tool, wenn man mit seinen Freunden oder Trainingspartnern oder generell im Club untereinander ein paar Wettkämpfe in Sachen, wer hat den schöneren Schlag, wer hat mehr Spin, wer hat flachere Schläge, wer hat schnellere Schläge, all solche Sachen austesten will. Das ist ein super Tool dafür. Bringt ein bisschen mehr Spaß und Wettkampf ins gesamte Geschehen mit rein. Ich persönlich sehe das ziemlich ähnlich. Also der Sensor am Arm fällt nicht negativ auf, man trägt den und man merkt es nicht. Heißt, jeder kann das Ding spielen. Ich liebe ja solche technischen, ich sag mal, Spielereien, also so Gadgets. Wie gesagt, das ist keine Wissenschaft für sich, sondern ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr nettes Feature, was man dabei hat, was man aber auch ernsthaft nutzen kann, wenn man zum Beispiel Lust hat, sich zu verbessern, vielleicht mehr Spin reinkriegen will, an der Geschwindigkeit arbeitet oder einfach an der Konstanz oder sowas. Und ich finde es einfach sehr witzig oder sehr geckig, wenn man halt zum Beispiel irgendwen aus der Mannschaft, aus dem Verein oder so mal herausfordert, ihm einfach dieses Armband auch mal ausleiht und sagt, komm, wir treten mal gegeneinander an oder sowas. Finde ich immer gut. Und wenn man spät abends dann auch noch am Tresen sitzt, zum Beispiel, kann man immer noch über die Daten fachsimpeln. Ich finde es bis dahin einfach schon mal super gelungen. Grundsätzlich hat man einen sehr guten Überblick über die Schläge, die man spielt. Bis auf ein paar Kleinigkeiten, wo man vielleicht nicht die richtigen Daten präsentiert bekommt von der App, zum Beispiel bei der Angabe. Was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, dass man zum Beispiel, wenn man den Ball anspielt, der Sensor das als ein Volley wertet, obwohl man in dem gesamten Ballwechsel eigentlich kein Volley gespielt hat. Da es von euch einiges an Feedback und Kommentaren gab, hier schon mal das Versprechen, es wird diesen Test geben, wo wir verschiedene Connected Tennis Devices gegeneinander antreten lassen. Welche genau werden wir dann sehen, folgt aber in Kürze. Wenn ihr auch hier bis jetzt Fragen bestehen, bitte auch wieder in die Kommentare oder schreibt uns eine Mail oder wo auch immer. Abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr auch den Test in Zukunft nicht. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich auch bei den beiden, die mitgemacht haben. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal schon wieder. Ich sag mal tschö.